Oder wenn ich den da rüber setze? Nee, hängt der sich auch. Müsste von der anderen Seite kommen. Ah, Moment. Aha! Ja, ich weiß, hab da oben immer noch nicht dicht gemacht. Liegt aber nur daran, dass ich im Moment den dämlichen Mist fertig haben will. Proof kannst du auf deinen YouTube-Kanal eine Verlinkung auf deine Hitbox-Seite machen. Es gibt eine Verlinkung auf meine Hitbox-Seite. Auf YouTube, in jeder Beschreibung. So klappt das. Richtig. Spende jetzt. Warte nicht darauf, bis ich dich anrufe. Spende. Und schon kommt die Liebe von ganz allein. Möchtest du auch einen Doktor in deinen eigenen vier Wänden haben? Natürlich möchtest du das. Normalerweise gibt es eine Einblendung, wenn es Abo und Spende gibt. Die werden oben eingeblendet. Kann sein, manchmal ist es ein wenig kaputt. Und ich krieg's nie mit, ja. Das Problem ist, ich kann's nicht mitkriegen, weil ich habe ja einen Recording-PC. Und das ist dann separat. Und da kommt ein Pling-Geräusch. Es gibt, das habe ich mir aber noch nicht angeguckt, muss ich noch. Eine Sache für einen Browser-Klienten, für die aktuelle Spendenplattform. Und dann könnte ich auch ein akustisches Signal vielleicht hier auf dem Rechner kriegen, wodurch ich dann endlich mal mitkriegen würde, wenn jemand was spendet. Oder wenn irgendjemand abonniert. Das kriege ich nur mit, wenn mir auffällt, dass irgendjemand in der Liste hier plötzlich das Icon hat fürs Spenden. Nicht fürs Spenden, sondern fürs Abonnieren. Deshalb, das ist meine Problematik. Ey, geile Ische. Ja, ich meine genau dich. Ich hab dich schon von meinem Stahlträger aus gesehen. Nein, nicht den da oben. Den hier unten. Ich glaub dem Tipp nicht mehr. Der verarscht mit Spendenhype und Abo-Hype. Weil Tipp meint gerade, er könnte mir ja Bescheid geben, wenn irgendjemand abonniert oder Spende macht. Toll, doof. Jetzt kriege ich nämlich die Sachen nicht weg.
So, ein Fließband, ein Greifarm. Haben wir beides fertig. Das stimmt. Das stimmt. Ich könnte einfach Lautsprecher am anderen Rechner anschließen. Spendenhype von Baratur. Danke, Baratur. Baratur ist auch, glaube ich, der Top-Spender hier. Ich muss mir Sorgen machen. Irgendwann ist er ganz schwach im TS. Sagt, mein Imperator, ich habe all mein Geld dir gegeben. Dafür, dass du leben kannst, während ich in meinem Müllcontainer hause. Ach, Baratur, nimm das nicht so schwer. Schon andere haben vor dir Müll gehaust. Jetzt machen alle Hype, um mich zu verarschen, ne? Böser Chat. Lass das. Ja, meine Kohle hat's fast hinter sich, das ist richtig. Aktuell reicht's aber noch. Sind ja noch 3,7k. Aber wir wissen auch schon, welches Feld wir erschließen werden. Wo ist denn der vierte? Da. Müssen wir noch bauen. Zwei, drei. Dam bam 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 bam. Dann hole ich die Bänder einfach von hier. Wenn das mal gehen würde. Moment, das geht. Dann setzen wir den so. Dann machen wir hier die Drehung. Scheiße. So, und schon haben wir beides auf ein Band.
Sehr schön. Nochmal Spendenhype. Eisregen, ich danke dir für deine Spende, ich hab's gesehen. Für neue Speaker. Vor allem für 10 Euro kriegst du, ich glaube, die günstigsten von Logitech auf, ja, es, der Ton muss ja nicht gut sein. Juhu! Eisring ist ein Schatz. So, wie schicken wir das am besten runter? Einfach direkt runter, ne? Wie schicken wir das runter, runter? Ja. Proof, du Intelligenzbestie. €13 ist auch viel Geld. Vor allem für mich, für Arbeitssuchenden zukünftig. Da sind so ein paar Cent schon wichtig. Guck mal, kann ich mich 3 Tage von ernähren, von 13 Euro. Und danke Fridde für die Spende. Das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe nur durchs Rübergucken gesehen, dass Eisregen gespendet hat. So. Endlich haben wir die grünen Tränke drin. Zuerst den Schaden der Geschütztürme noch ein bisschen pushen. So, mach noch 2 Schmelzöfen. Ich habe das Gefühl, die Metallplatten kommen nicht so schnell nach. Vor allem unten. Es wird seinen Grund haben. So. Dann will ich meine Verteidigung mal verbessern. So, nächste Schritte sind, will ich Verteidigung verbessern, dass wir Steinmauer auf allen Ecken haben. Dann wird als nächstes die Kohle ausgehen. Ne, erstmal geht uns Wasser aus. Hat er das Rohr beschädigt? Nein, kann nicht sein. Das ist natürlich doof, dass sie nicht hintereinander geschaltet sind. Hm.
Nein. Nein! Jetzt baue ich 5 Kessel. Ja, der Aufbau ist nicht optimal, ich weiß. Bitte schlagt mich nicht schon wieder. Ich kann doch nichts dafür. Das hat jemand anders gebaut, heimlich. So, bom 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 bom, Schadenserhöhung ist durch. Was wäre noch wichtig als nächstes? Das ist die Kisten, das sind die Ermöglichungen von den anderen Modulen. Lass uns doch einfach die Laboreffizienz jetzt mal eben ziehen. Wir bauen das hier nochmal um, aber nicht jetzt. Dann nehme ich hier eine Dampfmaschine ab und dann ziehen wir einfach die Reihe nach ganz unten. Ich habe jetzt erstmal andere Sorgen. So, hier unten ist der Stein alle. Guten Abend, Bubbles. Moment. So. Weiteres Geschütz. Wir steigern heute das Bruttosozialprodukt. Dieser Zaun wird die Flüchtlinge aufhalten. Die bösen Insekten. So, wenn schon, denn schon. Dann machen wir die Mauer direkt hier ganz oben lang. Dann nehmen wir die Ölfelder gleich mit. Diese Ölfelder werden sich noch als nützlich erweisen. Spendenhype? Wer denn? Wie wär's denn, wenn ihr anstatt Spendenhype so schreibt, auch schreibt, wer denn spendet und wie viel? Und damit ich dann sagen kann, vielen Dank für die Spende und danke für den Support. Es ist sehr lieb und sehr nett von dir. Es ist nicht alltagsgegenwärtig, dass jemand Geld in die Hand nimmt, um mir das zu spenden. Vielen Dank! Dafür bekommst du ein Zwinkern.
Nein, bloß nicht. Ich möchte Logitech Lautsprecher für den Aufzeichnung. Danke, Iron X. Ich werde mich drum kümmern. Hauptsache, das T-Shirt bleibt ganz. Nein, T-Shirt zerreißen wir erst bei 2000 Follower. Ich würde sagen, ich bin Westblock, weil meine Produktion nicht so, so planmäßig ist. Obwohl, ich bin ganz alleine. An sich bin ich der Inbegriff des Kommunismus. Logitech Z120 2.0 PC-Lautsprecher. Das sind übrigens genau die ich auch gemeint habe, die ich mich schon mal gesehen habe, wo ich sagen würde, ja, warum nicht, reicht doch für den Zweit-PC hier. Ach guck mal, der da rechts, der hängt an der Mauer fest. Die Mauer bleibt stehen. Also Bad Wolf, es fehlt eigentlich nicht die Möglichkeit, weitere, also mehr als einen Gegenstand zu löschen. Die Sache ist hierbei, du baust das ja wieder ab. Hallo Freunde, willkommen. Ah! Lass das, ich baue doch gerade eine Mauer. So eine schreckliche Krise. Man kann später ja schneller abbauen, wenn du eine bessere Hacke hast. Ach, Bauroboter können instant abbauen. Jetzt greifen die doofen Alien schon von zwei Bereichen an, beziehungsweise von zwei Seiten. Immerhin baue ich nicht mehr so minimalistisch. Gute Nacht, Dr. Sci-Fi. Ich baue eben hier um. Stört mich, dass er vom Stromtechnischen sagt, es reicht nicht. Also nicht vom Stromtechnischen, sondern vom einfachen Aufbau hier. Genau. So, da setzen wir den Heizer. Den erstmal weg, dann haben wir ja noch genug einfache Arme.
Den auch noch abreißen. Ich glaube, die Cola hat's hinter sich jetzt, oder? Na, nicht direkt hinter sich, aber die Produktion ist halt zu schwach. Scheiße. So, lass das mal. Dann fällt halt nachher unsere Produktion von Platten unten aus. Aber erstmal reicht das ja noch. Wir produzieren noch zu wenig Erz. Ah, die haben da ein Band kaputt gemacht. Oh ja. Die hängt an der Mauer, ich seh's. Eben die Geschütztürme rübersetzen. Die 39, das wird ja wohl erstmal reichen. Boah ja, pieps doch noch mal ein paar Mal. Nun aber. Ja, danke übrigens für den Hinweis, Gladiator Pick. Mir ist das dann auch noch aufgefallen an der Forschungsstation. Die Anzahl der Mauern wird nicht mehr reichen und da kommen gerade welche. Vorne sind die beiden Lager. Komm. Auch wenn ich es erst falsch gesetzt hatte, mach einfach dicht und gut ist. Das ist nämlich die Tonne Kohle, die wir brauchen. Sei mir nicht im Weg, Baum. Die Karte ist übrigens unendlich groß. Es werden immer wieder neue Blöcke generiert. Dementsprechend, wie weit man läuft oder wie viele Radare man aufbaut, umso größer wird das Gebiet, was man halt erkundet, diese Sektoren. Richtig, und die lästigen Tiere werden mit der Zeit stärker. Musik.